Mahlzeit. Ich bin heute in der Schweiz beim Spiel St. Gallen gegen Young Boys. Hier ist die Welt noch in Ordnung, dann kostet Bratwurst und Brötchen nur 7,50 Euro. Also ist auf jeden Fall was für einen Pfennigsparer. Normalerweise erzähle ich immer aus dem Heimteam, heute aber mal zum Auswärtsteam, weil was interessant ist. Young Boys, die wurden vom Gründer damals nach einem Team aus Basel benannt, die hießen Old Boys. Und ja, so kommt der Name zustande. Der wusste vielleicht auch nicht jeder. Ich bin mal gespannt. Wurde ein bisschen was angekündigt von den Fans. Ich zeige euch mal Bilder und lasst uns mal überraschen. Und interessanten, aber nicht sonderlich guten Fußballspiel. Stimmung ist aber ganz gut. Young Boys haben anscheinend so eine Motto-Tour, da sieht man es. Da steht Giros de Barrio, heißt so viel wie Sohn aus dem Stadtviertel oder so. Keine Ahnung, was sie damit meinen, aber Stimmung auf beiden Seiten eigentlich ganz gut. Kann man sich gut angucken. Auf jeden Fall erstmal eine Überraschung. Kleinen Pisser da. Ja. So Leute, die Schweiz ist schön, wenn man wandert, Berge steigen, noch mehr wandern. Und es ist auch gar nicht schwer und einfach. Und auch für jeden die Sportler zu empfehlen. Hopp Schwyz! Die Realität ist einfach, wir sind seit 2 Stunden hier oben, haben schon 2 Bierchen getrunken und jetzt kam erst der Monsieur. Lüge! Ah. Micha. Da steht es da, majestätisch in Perlmuttweiß mit seinem kecken Hipsterbart, reckt es sich jetzt in die Sonne, um sich uns zu präsentieren. Ihn meine ich. Ich mach mal
meinen 36. Länderpunkt in Vaduz heute. Oh, falsch rum. So, ist nur leider nicht so viel los. Aber das Stadion überzeugt mit seinem Panorama. Kann man machen.